Dann begrüße ich euch alle zur Pressekonferenz vor unserem nächsten Auswärtsspiel. Es geht am Montagabend zum VfR Aalen. Beste Sendezeit, 20.15 Uhr. Das Spiel kommt auf Sport 1. Wir hoffen natürlich trotzdem, dass ein paar Fans den Weg ins Stadion finden. Ja, heute zur Pressekonferenz gekommen sind Maurice Springfeld und natürlich Coach Jürgen Luginger. Und ja, Maurice, du hast jetzt das erste Spiel gemacht nach langer, ja, man kann schon sagen, Leidenszeit. Du warst lange verletzt. Mit so ein paar Tagen Abstand, wie würdest du die letzten Wochen nochmal bezeichnen und dann auch nochmal das Gefühl, am Samstag dann endlich auf dem Platz gestanden zu haben? Ja, für mich war es ein wichtiges Spiel. Die Vorbereitung war auch sehr wichtig für mich. War zwar eine lange Vorbereitung, auch eine anstrengende Vorbereitung, aber mir hat sie geholfen, weil ich dadurch näher wieder an die Mannschaft rankam, weil ich halt lange nicht trainieren konnte. Und ja, dadurch habe ich halt die Mannschaft noch besser kennengelernt, auch im Trainingslager. Und das hat mich weitergebracht. Jürgen, jetzt geht es zum VfR Aalen. Ein weites Auswärtsspiel, weite Fahrt steht an. In der Hinrunde haben wir 2:1 gewonnen. Was erwartest du am Montag für ein Spiel? Ja, Aalen, glaube ich, hat gezeigt, dass ein bisschen eine andere Mannschaft geworden ist jetzt nach der Winterpause. Sie haben 3-4 neue Spieler geholt, die mit Sicherheit die Qualität noch erhöht haben. Und das erste Spiel gewonnen gegen Offenbach, jetzt gegen Elversberg unglücklich verloren. Also sie haben schon eine sehr gute Mannschaft, schnelle Leute vorne, hinten erfahrene Spieler, sehr physisch starke Mannschaft, ziehen sich fast in die eigene Hälfte zurück, versuchen auf Konter zu spielen. Also es ist schwer zu bespielen, die Mannschaft. Wird ein ganz anderes Spiel wie gegen Freiburg werden einfach. Gerade was das Körperliche angeht, denke ich mal. Und wir müssen einfach wieder die Leistung abrufen, was wir gegen Freiburg gezeigt haben. Vor allem dann das aggressive Anlaufen, das Gegenpassing und so früh Ball erobern können. Und wenn wir das schaffen, haben wir da auch gute Chancen, das Spiel zu gewinnen. Wie ist die personelle Lage? Ja, wir hatten 2-3 Grippefälle, aber die haben sich wieder erholt, sage ich mal. Christopher Theissen und Yannick Sommer, die haben heute wieder mittrainiert. Und da wird definitiv ausfällt, ist Jan Eichmann. Der hat einen Muskelfaserriss am Hüftbeuger und der wird nicht dabei sein. Eure Fragen? Ist der Jan Eichmann dann länger verletzt? Ja, er wird Montag nochmal genauere Diagnose fallen, aber wenn sich es bestätigt, der Muskelfaser ist so, dann wird er wahrscheinlich 2 Wochen ausfallen. Nochmal jetzt extra für uns ins Mikro im Prinzip. Wie erwartest du Aalen und was willst du dagegen setzen? Ja gut, ich erwarte Aalen defensiv, dass sie gut gestaffelt sind. Sie haben nicht vorne angelaufen, also sehr kompakten Gegner. Und da müssen wir uns darauf einstellen, müssen wir auch gewisse Geduld an den Tag legen. Ja, aber wie gesagt, es wird wichtig sein, dass wir unser Spiel durchbringen. Und das heißt, vorne aggressiv anlaufen, ja, und bei Ballverlust sofort ins Gegenpressig kommen, dass wir früh den Ball erobern. Und wie gesagt, dann haben wir kurze Wege zum Tor und dann, glaube ich, haben wir eine gute Möglichkeit auch. Erwartet sie dir noch defensiver als Freiburg? Weil die ja auch relativ defensiv gespielt haben. Ja, gut, nein, noch defensiver nicht, aber die sind halt physisch ganz anders. Ja. Körperlich ganz andere Mannschaft, viel robuster, ja, und haben natürlich auch mehr Erfahrung, wenn ich da Abwehr Windmüller in der Innenverteidigung sehe. Ja, die haben schon ein paar Ligaspiele, nicht nur in der Regionalliga, auch schon höher gemacht. Also das ist schon ein anderes Kaliber. Und ja, der Hoffmann im Mittelfeld, vorne mit Vasic, Ramay, zwei schnelle Spieler, also von dem her haben die nicht umsonst gegen Offenbach gewonnen und Elversberg in der letzten Sekunde dann verloren. Ja, da werden genug Selbstvertrauen noch haben, aber wir können das nach dem ersten Spiel auch. Noch eine Frage zur personellen Situation. Thomas Steiner hat jetzt letztes Mal gefehlt. Ist der wieder voll dabei? Ja, der ist wieder eingestiegen diese Woche, ja, und ist jetzt wieder mit dabei im Training. Und noch vielleicht die Frage nach Iyad Darwische. Hat man ja auch nach dem Spiel drüber gesprochen. Er war natürlich der Spieler des Spiels gewesen gegen Freiburg. Hat ihn mit Sicherheit einen Schritt näher auch zur ersten Elf gebracht, könnte ich mir vorstellen, die Leistung. Ja, natürlich. Wenn man so eine Leistung bringt, wenn man einwechselt und was, ja, dann hat man sich natürlich auch empfohlen für das nächste Spiel. Ja. Und ja, das werden wir sehen, wie es aussieht. Ich meine,
Andererseits hat die Mannschaft auch gut gespielt, ja, die ersten 60, 70 Minuten. Von dem her warten wir mal ab, wie es am Montag aussieht. Er hat mir gesagt, die Woche im Interview, dass ihm noch so 10-20% fehlen. Kann man davon eher ausgehen, dass er erstmal wieder auf der Bank Platz nimmt? Daher. Ja, das muss man mal sehen. Es kann sein. Ich denke schon, dass das vielleicht für 90 Minuten nicht reicht bei mir momentan. Aber wie wir es machen, werden wir mal überleben. Ja? Ob wir nun nochmal einen Schluss reinwerfen oder von Anfang an. Frage an Maurice. Du hattest eine Verletzung mit der Kniescheibe, soweit ich mich erinnern kann. Eine ziemlich hakelige Sache, wo auch viel spekuliert dann wird in der Zeit. Wie hart war es für dich und warst du da auch zeitweise am Zweifeln, dass das alles nochmal wird? Nee, am Zweifeln war ich nie. Also ich hatte schon oft OPs an dem Knie und ich wusste, dass das ein harter Weg ist, auf jeden Fall. Aber meine Familie, auch Freunde in Hannover, die haben mich da gut unterstützt, auch die Physios. Das war immer in Absprache mit hier, das war sehr gut und das hat mir dann auch geholfen in der Zeit. War das links oder rechts und was waren das für Kniebeschwerden? Das war rechts und das war die Kniescheibe. Also. Kann man das ein bisschen näher definieren? Kniescheibe, was war mit der? Das ist so kompliziert medizinisch. Ja, das ist so kompliziert. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da wahrscheinlich im Kopf eigentlich, dass es das Schwierigere ist, vielleicht sogar im Kopf, als das eigentliche Körperliche, da wieder zurückzukommen dann. Oder sich nicht zurückzukommen, ist Blödsinn, aber sich da durchzubeißen, sag ich mal. Ja, man denkt halt schon dran, dass da jetzt irgendwie was ist und dass es eigentlich besser ist als gedacht. Und dann machst du trotzdem wieder einen Schritt zurück und willst eigentlich auf dem Platz sein, aber es geht halt nicht. Klar, es ist schwer für den Kopf, aber das gehört auch zum Fußball dazu. Noch die Frage nach dem Spiel. Jetzt, wie gesagt, du warst jetzt da von Anfang an dabei. Wie zufrieden warst du mit dir persönlich, mit deiner Leistung? Ja, das war mein erstes Spiel jetzt für Homburg. Auch allgemein nach einer langen Zeit. Also ich bin schon zufrieden mit mir. Keine weiteren Fragen? Gut, dann bedanke ich mich und dann wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende.